Was ein One Piece Kapitel. Mir fehlen wirklich die Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich muss ein Video dazu machen. Also das Kapitel war wirklich geisteskrank, mit Abstand das beste Kapitel dieses Jahr und auch eines der besten One Piece Kapitel aller Zeiten, würde ich mal ganz einfach behaupten. Allein schon als ich den Titel gelesen habe, Rothaar Piraten, die Crew eines Kaisers, da ist mir schon einer abgegangen. Lass uns einfach nicht lange drum herum labern, starten wir direkt rein. Am Anfang haben wir gesehen, wie York mit den Seraphinen den Verrat geplant hat, wie sie denen Befehle gegeben hat. War auch ganz cool zu sehen, aber bei dem Chapter geht das auf jeden Fall ein bisschen unter und es ist auch relativ egal. Das Wichtige, was wir noch gesehen haben, ist, dass auf Egghead ein Schiff von Blackbeard kommt. Und das alleine hätte mich schon gepackt. Also wäre das am Ende vom Kapitel gewesen und dann hätte gestanden, nächste Woche Pause, wäre schon im Hype gewesen. Aber das ist quasi mit das Irrelevanteste vom Kapitel. Also als Oda gesagt hat, wir werden in diesem Jahr ein All-Out-Battle-Royale bekommen, hat er auf jeden Fall nicht Unrecht gehabt, denn jetzt ist Blackbeard Richtung Egghead unterwegs. Jetzt ist natürlich die Frage, was sucht Blackbeard vor Egghead? Wird es vielleicht so ein bisschen nach dem Motto verlaufen, der Feind meines Feindes ist mein Freund? Dass Blackbeard und Ruffy quasi sogar zusammenkämpfen gegen den Gorosei und gegen die Weltregierung, weil Blackbeard dann vielleicht auch ins Visier von denen genommen wird. Ich glaube aber nicht, dass es Blackbeard selbst ist, weil Blackbeard noch mit Law am Kämpfen war und natürlich dann auch noch Garp dazugekommen ist. Also ich glaube nicht, dass Blackbeard so schnell mit Garp und Law fertig geworden ist, sondern ich glaube eher, dass es Aokiji ist. Wir haben Aokiji nicht mit Blackbeard zusammen gesehen. Wir haben nur auf einer Coverpage gesehen gehabt, wie er quasi Pudding eingesammelt hat. Und Pudding war dann schon später, als Blackbeard gegen Law gekämpft hat, mit auf Blackbeards Schiff. Wir haben Aokiji aber nicht gesehen. Deswegen würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, zeittechnisch, wenn Aokiji sie bei Blackbeard abgeliefert hätte und dann für eine neue Mission oder um etwas Neues zu holen losgesegelt ist. Da Aokiji natürlich auch ein Mitglied der Marine war oder vielleicht sogar noch ist, wüsste er natürlich auch, wo genau sich Egghead befindet und deswegen würde es Sinn machen, wenn er dann mit dem Schiff dorthin segeln würde. Und wenn Aokiji sich vielleicht sogar auf Ruffys Seite schlägt, dann wäre ein Kampf natürlich zwischen Aokiji und Kizaru auch sehr, sehr cool zu sehen. Und ich glaube, das würde auch jeder One Piece Fan feiern, weil Aokiji haben wir auch noch nie wirklich All-Out kämpfen sehen. Es stellt sich natürlich nur die Frage, was macht Blackbeard da? Beziehungsweise warum ist Aokiji dann da? Warum ist ein Teil von Blackbeards Crew da? Möchten sie sich irgendwas von Vegapunk holen? Möchten sie sich vielleicht sogar einen Vegapunk selbst holen? Weil eigentlich ist der Zeitpunkt, um zuzuschlagen, nicht ganz ideal. Ich würde eigentlich ein bisschen warten, bis die Weltregierung dort aufgeräumt hat, bis Ruffy schon ein bisschen gegen die Weltregierung gekämpft hat, weil dann sind natürlich beide Seiten schon etwas geschwächt und dann würde es voll Sinn machen zuzuschlagen. Weil für einen Hinterhalt ist der Zeitpunkt dorthin zu segeln eigentlich zu früh, deshalb schließe ich das schon so ein bisschen für mich aus und ich glaube eher, dass der Teil von den Blackbeard-Piraten dann Ruffy vielleicht sogar helfen wird gegen die Weltregierung. Denn wenn Blackbeard Law besiegt hat, hätte er auch alle Raw-Pony-Glyphe, die Ruffy jetzt auch hat. Er hätte das von Big Mom, weil Aokiji schon da war, und Law hat genauso wie Ruffy das von Zu und von Wano Kuni. Deswegen müsste er gerade eigentlich gar nicht gegen Ruffy kämpfen für irgendwelche Raw-Pony-Glyphe, weil beiden vermutlich noch das verlorene Raw-Pony-Glyph fehlt. Deswegen hätte Blackbeard eigentlich momentan keinen Grund, Ruffy anzugreifen, beziehungsweise es würde ihm nicht wirklich irgendwas bringen. Kommen wir zum interessantesten Teil in dem Kapitel, und zwar Shanks. Ich fand es schon sehr geil, dass wir ein paar Leute von Shanks Flotte kennengelernt haben, auch wenn die jetzt nicht so stark wirken. Und man muss auch sagen, die hängen alle Shanks wirklich ziemlich stark am Sack. Also Shanks ist hier wirklich der Überboss und die ganzen Riesen und die ganzen Leute aus seiner Flotte fallen ihm wirklich zu Füßen, obwohl er sein Königshaki nicht mal einsetzt. Also die würden gefühlt alles für ihn machen. Viele von ihnen sagen auch schon, wir würden gar nicht mehr leben, wenn wir nicht unter Shanks Schutz stehen würden. Aber Shanks sagt hier wirklich nochmal explizit, ich wollte eigentlich schon aufbrechen, aber ich wurde ein bisschen aufgehalten, ich wollte eigentlich nur kurz hier halten. Das heißt, Shanks wird jetzt nach dem Kapitel wahrscheinlich auch irgendwohin aufbrechen. Die Frage ist natürlich dann auch, wohin? Bricht er vielleicht auch nach Egghead auf, um Ruffy zu helfen mit der Welt? Regierung und dem Gorosei, was natürlich auch nochmal krass wäre, wenn nicht nur eine Partei von Blackbeard auch dahin geht, sondern auch noch Shanks, weil wir erfahren danach nämlich noch, dass Shanks damals dachte, dass Blackbeard nach Wano Kuni segeln wird und er wahrscheinlich auch deswegen nach Wano gesegelt ist, um wahrscheinlich Blackbeard dann aufzuhalten, falls er einen geschwächten Ruffy angreifen will. Shanks fragt ja auch nochmal, haben wir irgendwelche News über Blackbeard? Und dann wird nochmal gesagt, nein, das letzte, was wir wissen, ist, dass er die Pirateninsel verlassen hat. Das heißt, Shanks weiß hier wahrscheinlich auch noch gar nicht, dass Blackbeard kurzzeitig bei Boa Hancock war, dass er jetzt gegen Law kämpft und das Garp dazukommt. Aber wenn Shanks irgendwie auch noch auf die stößt, dann wird das wirklich ein Battle Royale Royal Rumble. Also, wie geil wäre das, wenn Shanks auch noch dazukommt, wenn Garp schon gegen Blackbeard kämpft und Law auch noch dazwischen ist? Dann hat Law vielleicht wirklich irgendwie eine Chance, noch zu entkommen. Ich würde wirklich behaupten, es hat noch nie ein Charakter in One Piece so krass auf die Fresse bekommen, wie Kid es in dem Kapitel bekommen hat. Nicht mal San Carlos hat von Ruffy so krass kassiert, wie Kid es hier von Shanks tut. Kid will nämlich mit seiner Attacke, mit der er auch Big Mom in dieses Loch geschossen hat, die ganze Flotte von Shanks angreifen. Shanks sieht schon in die Zukunft. Ben Beckman sagt sogar noch, ey, du hast wohl eine schlimme Zukunft gesehen. Und dann macht Shanks wirklich einen ernsten Angriff gegen Kid und one-shottet ihn direkt weg. Also er hat ihn wirklich ge-one-shottet. Es war nicht mal irgendwie ein Kampf oder so. Also Kid hat mit Law gegen Big Mom gekämpft, hat sie auch irgendwie besiegen können und von der Insel schmeißen können. Und Shanks one-shottet hier Kid. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie krass ist Shanks bitte?
Also der ist ja wirklich nochmal ein gutes Stück stärker als Big Mom. Da sieht man wirklich nochmal, wie krass Advanced Königshaki ist. Das hat Ruffy auf Egghead noch gar nicht angewendet gegen Rob Lucci und auch gegen die Seraphine. Als Shanks auf einmal zu Kid rüberspringt und vor ihm erscheint, kippt die Hälfte seiner Crew schon um und bekommt Schaum vor Mund wegen seinem Königshaki. Und Shanks hat mit dieser Attacke nicht nur Kid ausgenockt, sondern auch noch Killer, der noch irgendwie versucht hatte, dazwischen zu springen. Das zeigt mir wirklich nochmal, wie krass Zoro eigentlich ist, der diese Tag-Team-Attacke von Kaido und Big Mom getankt hat. Wenn Kid hier schon bei einer Attacke nur von Shanks umkippt und die von Kaido und Big Mom wird bestimmt mindestens genauso stark gewesen sein. Und es zeigt auch nochmal, wie krass Oden ist, weil Roger dieselbe Attacke gegen Oden geschmissen hat und Oden danach wieder aufgestanden ist. Oden hätte hier weiterkämpfen können und Kid ist hier wirklich komplett ausgenockt und seine Crew sagt sogar, ey, wir geben auf, bitte lass uns in Ruhe, töte unseren Captain nicht. Also das zeigt wirklich nochmal, wie krass Shanks ist. Und es lässt natürlich auch einiges auf seinen Kampfstyle schließen, wenn wir hier sehen, dass er dieselbe Attacke angewendet hat, wie Roger sie damals gegen Oden angewendet hat. Das heißt sehr wahrscheinlich auch, dass Roger ihm einige Techniken beigebracht hat, dass Shanks sich einiges von ihm abgeguckt hat und vielleicht gerade genauso stark ist wie Roger damals in seiner Prime. Also ich könnte es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen und verwundern würde es mich nicht. Die Crew von Kid gibt ihm noch die Raw-Porn-Glyphe. Ich habe nicht genau gesehen, ob er sie mitgenommen hat oder ob er drauf geschissen hat. Auf jeden Fall ist er dann vom Schiff gesprungen und Boogie und Woogie hauen hier diese riesige Attacke raus, die sie auch gegen diesen Goldfisch damals im East Blue rausgehauen haben, um Ruffy zu befreien und hauen ihr das Schiff komplett weg. Das Schiff sinkt unter Wasser und die Crew ist, glaube ich, sogar tot. Also mich würde es nicht überraschen, wenn Kid auch tot ist. Es könnte natürlich auch sein, dass sie es vielleicht noch irgendwie schaffen, an Land zu kommen von Elban. Aber wir müssen damit rechnen, dass es auch sein könnte, dass Kid jetzt wirklich tot ist. Also ich würde es auf jeden Fall krass finden und es war eine wirklich heftige Machtdemonstration von Shanks. Einfach jemand mit einem Kopfgeld von 3 Milliarden zu one-shotten. Denn am Ende steht sogar nochmal, Kid mit einem Kopfgeld von 3 Milliarden und seine Crew wurden komplett ausradiert. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir den nochmal wiedersehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Useless Captain Kid nicht mehr wiedersehen. Es würde mich nicht überraschen. Auch eine coole Anspielung fand ich, dass Kid natürlich mit dieser Pistole quasi auf Shanks und auf seine Flotte gezielt hat. Und wir natürlich ganz am Anfang von Shanks gesehen haben, dass er damals zu den Banditen im Windmühlendorf gesagt hat, wenn jemand eine Pistole auf mich richtet, steht ihr Leben auf dem Spiel. Und Kid richtet hier ja quasi eine Pistole auf Shanks und auf seine Flotte. Und Kids Leben steht wirklich auf dem Spiel. Da haben wir gesehen, dass Shanks das damals auch schon ernst gemeint hat. Und dass mit Shanks wirklich nicht zu spaßen ist. Also ich bin wirklich gehypt wie sonst was, dass wir endlich nach 1079 Kapiteln was von Shanks gesehen haben. Aber jetzt seid ihr dran. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Kid jetzt wirklich tot ist. Oder ob er es noch irgendwie schafft, an Land zu kommen auf Elban. Schreibt mir auch gerne rein, was ihr jetzt glaubt, wer von Blackbeard genau jetzt vor Egghead ist. Ob Blackbeard selbst oder nur Aokiji. Oder vielleicht noch jemand ganz anderes aus seiner Crew. Morgen um 12 Uhr gibt es hier auf diesem Kanal auch nochmal einen Chapter-Stream. Da werden wir nochmal ausführlich über dieses Kapitel reden. Ich glaube, es gibt genug zu bereden. Da sind wir uns alle einig. Deswegen schaut gerne vorbei, wenn ihr Lust habt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.